Ja, willkommen zurück bei To the Moon. Wir schauen uns jetzt hier um. Was ist denn unser Memento? Kann ich hier, wir gucken mal, Notizpapierhase erhalten? Kann ich noch irgendwas? Ah, hier, guck mal, des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Warum? Warum? Ach, das ist unser Memento. Alles klar, okay. Gut. Mich stimmt das immer noch so traurig. Notiz für River erhalten. Okay. Mich stimmt das immer noch so ein bisschen traurig, dass wir. Ich kann mir. Doch, doch, ich komme runter. Oh. Hallo? Nicholas, ich sage dir, das wird so nichts. John, und wenn wir es auseinanderbauen. Ach so, da wollen die den Flügel hochbringen. Sieh uns an, John. Wir sind nicht gerade in dem Alter, wo man noch Pianos herumträgt. Nice. Weißt du was, wenn es dir so viel bedeutet, dann besorge ich ein paar Profis. Ja, das ist doch nett. Ich kann dir nicht helfen, das Haus zu retten. Also ist es das Mindeste, was ich tun kann. Ah, super. Zwei noch. Zwei noch. Ach, ein Glas eingelegte Oliven. Ja, nein. Da mag jemand Oliven wirklich gern. Ich auch. Ah, wir haben alle. Eine Sch Schüssel mit durchgerührtem Teig. Erzählen die noch was? Nein, leider nicht. Okay. Oh, die liegt da im Sterben. Schrecklich. Aber ich glaube, das ist das, was das Alter so mit sich bringt. Wenn man alt und krank ist, dann. Ja, so ist das Leben, ne? Ich möchte mich nochmal für alle eventuellen Hintergrundgeräusche entschuldigen. Ich musste alle Fenster aufreißen, weil mir Hochsommer. Und ja, das ist ja nicht tragbar. Sigmund Corporation. Ach. Ich. Mach hier Mist, ne? Das ist toll, was ich hier mache. Nicht. Toll, ich verkack das Ganze. Nein! Kaka. Ich mach's nicht besser. Ach, guck mal. Hier, aktuell 7, ideal 4. Ja, ich hab's super vermasselt. Knuppel das hier. Ganz tüchtig. Halt, geh mal weg. Und wenn ich jetzt nochmal den hier mache. Schön, dass ich das nicht geregelt bekomme. Ich mach das ganz toll. Ich hätte vielleicht doch mit ihm mitgehen sollen. Dumnos, du. Tai Dumnos. Toll! Ich mach das ganz toll. Nicht. Och, weiß ich ja nicht, Mensch. Toll. Kann man das nicht zurücksetzen? Ja. Ach, guck mal, hier geht auch noch. Ich bin ganz tüchtig, wollte ich nur mal sagen. Oh, ich glaube, ich krieg's hin. Ja. Toll. Ich hoffe, das beeinflusst jetzt nicht irgendwas. Oder ist es. Ich hoffe, dass es jetzt nichts beeinflusst, wenn man da jetzt zu viele macht oder so. Ne? Das wäre ja jetzt blöd. Nicht, dass ich hier irgendwas verhau. Endlich. Entschuldigung, ey.
Okay. Gut, dann gehen wir mal runter. Oh, da ist ein Hammer auf dem Dach vergessen worden, rechts. Ey, schau mal, was wir hier haben. Ja, den Hammer. Da wird das Haus gebaut. Ich wette, sie haben die Klippen gesehen und gedacht, es wäre noch nicht gefährlich genug, solange keine Leute drauf wohnen. Oh, du Affe, ey. Oh Mann. Verzeihung. Ich werde keinen Huster rausschneiden. Das ist so. Isabel sagt, Nick hat angerufen und mich hergebeten. Oh, ist traurig. Ich habe dir eingelegte Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung. Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabel. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Oh, Scheiße. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort ihr bedeutet. Es wird ihr das Herz brechen. Ich würde gern helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Was willst du nun tun? Ich werde dir sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Du solltest sie nicht anlügen. Du verstehst nicht, Isabel. Wenn sie die Wahrheit herausfände, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Na und? Was? Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr neurotypischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Sag mal, geht's noch? Und ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy. Glaubst du denn, es geht nur um sie? Was ist mit mir, Isabel? Ja, eben. Eben. Ein Ehepaar. Ein Paar. Wenn sie stirbt, wird er zurückgelassen. Na klar macht er sich Gedanken. Natürlich geht es nicht nur um sie. Natürlich will er das Beste für sie, aber er denkt ja auch an sich. Natürlich ist er völlig normal. Na, was wird denn mit ihm, ne? Er ist allein mit einem Schrotthaus, was er für sie gebaut hat. Nach all den Jahren darf ich dann nicht auch mal an mich denken? Also ich finde schon. Ich möchte nicht alleine sein, Isabel. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Ist mir egal. Wo willst du hin? Ich werde ihr etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das gebe. Er sagt, das Lied heißt Everything's Alright. Gar nichts ist in Ordnung. Da können wir ja eigentlich froh sein, dass wir immer noch unsichtbar sind, ne? Damit wir nicht gesehen werden. Oha. So, die eingelegten Oliven. Ach, das ist das Memento. Alles klar. Die Bubbles. Ich wollte eigentlich zu der Frau. Was ist mit der Blume? Die leuchtet hier so auffällig. Ah, schade. Okay, wir gucken uns hier mal so ein bisschen um.
Ich möchte den Hammer da oben haben, bitte. Na, ich finde schon, dass das eine sehr, sehr schwierige. Klappe iPad. Es ist schon eine schwierige Angelegenheit. Wie ich finde, weil. Natürlich geht es um zwei Menschen, die sich lieben. Und. Da kommen wir nicht durch. Wie ist denn der jetzt da hingekommen, der Knödel? Hallo? Hier? Nee. Frech! Ich möchte da bitte gerne hin. Na, und ich verstehe schon, dass er an sich denkt. Na klar. Ich meine, warum auch nicht, ne? So. Ah. Okay, aber das war's dann auch schon, schade. So. Und da bricht die Bubble vom Memento. Piu, piu, piu. Vorbereiten. Ideal sind drei. Toll. Guck mal. Wow. Mensch, Tai. Ey, toll. Eingelegte Oliven. Memento aktivieren. Aber natürlich. Ein bisschen früher zurück. Also zieht ihr die Sache wirklich durch, hm? Yep. Die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. Es ist aber noch nicht viel zurück, ne? Also, es ist ja nur ein kleiner Sprung. Ich dachte jetzt, sie hätten viel eher mal angefangen, das Haus zu bauen. War nicht ganz einfach. Wir mussten Ratenzahlung vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Oh, shit. Wie wundervoll. Euer eigenes Traumhaus und dann noch an diesem schönen Fleckchen Erde. Ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht weit von dort das Jawort gegeben, stimmt's? Ja, aber das ist es nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon ganz lange zurück. Tja, es ist so schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen auf euch beide. Genau, auf uns. Bin gleich wieder da. Ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Tja, mein Freund, ist schon wieder ganz schön lange her, ne? Wohl wahr, wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden? Diese River, immer noch so schnell, was? Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim. Und wenn sie mit Isabel zusammen ist. Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Die Musik ist irgendwie komisch. Jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Hey, also hast du River jetzt diese eine Sache erzählt von früher? Ja. Wie hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Hä? Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Was? Welche Sache denn? Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, viele, jede Menge. Ha, ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht, für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann. Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln. Tag ein, Tag aus. Unser Haus ist inzwischen voll mit diesen Dingern. Bis oben hin. Sagt Isabel nicht, dass so etwas bei Menschen wie River nichts Ungewöhnliches ist? Hä? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendwas von mir wollen.
Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, dass ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel gefragt? Ja, sie sagte, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts aus ihr rauskriegen konnte. Tja, ich bin mir sicher... was? Nein. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier. Aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und da hattest du schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir wahrscheinlich etwas ein. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist doch tatsächlich irgendwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, John. Nee, das ist doch irgendwas faul. Und was heißt hier eigentlich... Mensch, wie River, was heißt das? Moment mal, selbst er hatte keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war. Oh, toll. Vergiss diese dummen Hasen. Wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Oh, keine Panik, wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne, ich muss nur kurz diesem Wirt einen Besuch abstatten. Noch nicht? Was? Wie noch nicht? Willst du mich... Ach, da! Hallo, was darf sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Scheck. Tut mir leid, Schecks nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie sie einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Dich werde ich sowas von resetten. Hallo, was darf sein? Tagchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Schreiben Sie es auf meinen Deckel, heute mache ich richtig einen drauf. Oho, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven, oh nein. Danke, Kumpel, da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Neil. Oh, ach, mach dich locker. Total. Jetzt? Nanu, sehen meine getrübten Augen da etwa ein Gläschen eingelegte Oliven? So ist es. Sie wissen auch eine gute Olive zu schätzen, oder? Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall. Darf ich? Natürlich, setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Oh ja, das klingt doch nach einem Plan. Eva, Geschmackssimulation aussetzen. Jetzt! Ach, Neil, ich glaube, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Dafür wirst du noch sowas von bezahlen. Tja, da muss er jetzt durch. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Alles in Ordnung? Ja, ja, mich nimmt nur das... Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Und er könnte brechen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit, wir haben ja noch zwei Gläser. Oh nein. Dabei saufen die sich jetzt mit Oliven, oder was? Weißt du, die essen, die snacken die Oliven und besaufen sich mit dem Olivenwasser, ey, geil. Na, ich finde das super. Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und sie haben mir recht gegeben. Ah, toll. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich. Herr im Himmel. Oh, wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe.
Wer selber schuld. Ich mag die aber. Lecker. Ich hätte die gern gegessen. Und ich sage jetzt danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.